Der Generaldirektor des staatlichen Unternehmens Space Communications, Alexei Wollen, teilte mit, dass Russland den ersten zivilen Kommunikations- und Rundfunksatelliten Express AMO-4 produziert, der aus 100% russischen Komponenten bestehen soll. Warum dies eine gute Nachricht ist und wie sie mit den strategischen Interessen Russlands in der Arktis zusammenhängt, werden wir in dieser Ausgabe berichten. Derzeit ist die Arktis nach wie vor einer der größten Territorien der Welt, die Europa mit Südasien verbindet, aber nur über geringere Informationskapazitäten verfügt. Wie bereits erwähnt, wurden kürzlich drei Gonet-Satelliten und der erste Skif-D-Satellit in die Umlaufbahn gebracht. Sie werden Teil des Sphärensystems werden, das jetzt intensiv entwickelt wird. Nachdem es damit soweit ist, wird Russland im Weltraum absolut souverän. Ein großer Teil der neuen Satelliten ist für die nördliche Seeroute bestimmt. Das sind sozusagen Augen und Ohren des russischen Staates im Norden. Nachdem sich die westlichen Lieferanten verweigerten, mit Russland zusammenzuarbeiten, war es dringend erforderlich, die eigene Produktion angesichts der Importsubstitution schnell in die Wege zu bringen. Es bedeutet ja nicht, dass wir früher völlig von ausländischen Partnern abhängig waren. Viele Satelliten und vor allem Militärsatelliten hatten praktisch keine ausländischen Komponenten. Wenigstens war er kein Critical Level. Die Nutzlast der zivilen russischen Satelliten wurde jedoch in weniger Zusammenarbeit mit europäischen und japanischen Herstellern entwickelt. Dies gilt im vollen Umfang für die Satelliten der Express-Serie. Die geostationären Telekommunikationssatelliten Express funktionieren seit 1994. Ihrer Produktion schlossen sich bald französische, deutsche und japanische Partner an. Im Dezember 2021 wurden die letzten beiden mit europäischer Beteiligung gebauten Express-Satelliten ins All geschickt. Mehrere andere wurden in Auftrag gegeben. Aber nach dem 24. Februar wurde die Zusammenarbeit prompt eingestellt. Russland ist also gezwungen, sich um die Nutzlast der Satelliten selbstständig zu kümmern, zumal die Lieferung von Komponenten blockiert war. Zum Glück wurde die erprobte Plattform erfolgreich in Russland produziert und dazu gehören hocheffiziente Solar- und Nickel-Wasserstoffbatterien sowie stationäre SPD-100-Plasmamotoren, was immens wichtig ist. Die Nachricht, dass die Produktion des ersten vollständig russischen Satelliten Express AMO-4 bereits angelaufen ist, bestätigt, dass es uns gelungen ist, die Nutzlasten, das heißt den technischen hochentwickeltsten Teil der Satelliten, in kürzester Zeit bereit zu machen. Aller Anfang ist schwer, aber die Aussichten sind gut. Eine Konstellation von 4 Express-RVs in einer stark elliptischen Umlaufbahn wird 2025 gestartet. Die Arbeiten sind bereits im Gange. Stabiler und gleichzeitig flexibler Internetzugang in der arktischen Zone ist eine Prioritätssache. Russland erobert Schritt für Schritt seinen souveränen Platz im Weltall zurück. Wobei die neuen Technologien, die heute geschaffen werden, garantieren diesen Platz für viele Jahrzehnte. Das Wichtigste ist hier, dass wir nicht mehr zum Stehen kommen.